Hallo, heute mache ich mit euch einen Wunderkuchen. Dazu braucht ihr Mehl, flüssige Butter. Normalerweise gehört in der Wunderkuchen Öl. Mag ich allerdings so, deshalb nehme ich Butter und mache die flüssig. Milch oder jede andere Flüssigkeit, die ihr möchtet, ob das jetzt der Apfelsaft ist oder ihr Buttermilch nehmt oder Vanillebuttermilch. Wunderkuchen heißt er aus dem Grund, weil ihr jede Flüssigkeit, also die Flüssigkeit austauschen könnt nach Belieb, nach Geschmack. Backpulver, Zucker, Eier. Wenn ihr Schokoladekuchen draus machen möchtet, also einen Wunderkuchen mit Schokoladegeschmack, dann Backkakao dazu mischen. Und die genaue Mengeangabe schreibe ich wie immer natürlich unten in die Infobox rein. Und dann gehen wir jetzt an die Zubereitung. Los geht's! Schlagen wir jetzt die Eier und den Zucker schön schaumig, so dass sich die Masse mindestens verdoppelt. So, schalte jetzt runter und gebe jetzt langsam die flüssige Butter dazu. Und die Milch. Das ist kurz umrühren. Und sieb jetzt das Mehl ein. Gibt es noch das Backpulver dazu? Zum Mehl. Und sieb das dann gerade schnell ein. Und tu das jetzt noch ganz kurz verrühren. Und den Rest mache ich mit der Hand. Gebe das Mehl jetzt noch ganz kurz mit der Hand runter. So. Und gebe das in meine Springform. Hier habe ich ein Backpapier ausgelegt und ein Feld. Ich habe jetzt eine kleine Springform, die hat jetzt einen Durchmesser von 15 cm. Ich schreibe natürlich die Mengeangabe, was ich unten in die Infobox schreibe, hat natürlich die Mengeangabe für eine 26er Springform. Ich benötige aber heute nur eine kleine. Daher habe ich jetzt auch nur diese Menge gemacht und fülle das jetzt ein. Backofen, den habe ich vorgeheizt bei 160 Grad Umluft. Und backe den jetzt ca. 45 Minuten. Das ist jetzt mein Wunderkuchen, der ist komplett abgekühlt. Und den werde ich jetzt weiterverarbeiten zu einer Fondant-Torte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder bei mir ein. Bis dann, tschüss!